Willkommen zurück, Freunde, zu Super Mario 3D World. Ja, ihr seht richtig, das Let's Play ist nicht abgebrochen, sondern es geht tatsächlich weiter. Dieses Level hier habe ich mir mal gespart. Ich habe nämlich damals offscreen noch ein bisschen weiter gespielt. Dementsprechend habe ich diese beiden Level hier schon gemacht. Aber wenn wir die einfach jetzt nachholen, denke ich, ist das kein Problem. Wir fangen links an bei Boss Blubarios Zugabe. Wie gesagt, ich habe das schon mal gespielt, ist jetzt aber auch schon wieder lange her. Und ich wollte aber das Let's Play jetzt nicht abbrechen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich da das eine Level jetzt nicht nochmal machen möchte. Das hat mich schon genug genervt. Ah ja, ich glaube, ich weiß, welcher Boss das war. Ist jetzt auch lang genug her, sage ich mal, ne? Mal gucken, ob ich noch zumindest so ein bisschen was von meinem Unskill habe. Der Boss ist das, ja. Ich bin nur klein, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ich weiß gar nicht warum. Bin ich jetzt wieder groß? Jawohl. Nur noch 5 Leben. Was passiert eigentlich, wenn man Game Over geht? Ist dann alles vorbei im Leben oder hat man dann irgendwie, also in modernen Mario Games ist ja eigentlich dann immer nicht so schlimm. Kann man einfach weitermachen mit dem Level, aber nochmal von vorne anfangen. Normalerweise. Komm her. Du hast gar keine Chance. Muss ich aber aufpassen, ich habe jetzt halt lange kein 3D-World mehr gespielt, sondern halt eher Odyssey, ne? Und das spielt sich halt komplett anders. Oh, weil der Boss ist auch nicht hundertprozentig einfach, also ist auch nicht super schwierig, aber guck mal, man sieht hier halt kaum was. Was zum... Komm! Nein! Ich brauche die Kirsche. Huiuiui. Alter. Der Schockwellen. Ach, fuck. Warum kriege ich denn beide Marios dann Schaden? Ich dachte, nur einer kriegt dann Schaden. Lol. Scheinbar nicht. Gut auch rauszufinden, dass man die Rolle aus Odyssey hier so machen kann. War mir gar nicht so bewusst. Komm schon, das ist doch jetzt nicht mein Ernst. Den Boss wird man eigentlich first tryen, aber natürlich ohne Items. Ein bisschen schwieriger. Hui. Ja, komm, mach. Mach keinen Auflauf hier. Einfach ein bisschen aufpassen und dann läuft er schon. Das war mal. Das war mal gar nicht schlecht. Weil, ich erinnere mich nur daran, es ist jetzt, wann habe ich das Spiel das letzte Mal gespielt? Irgendwann im Sommer letztes Jahr. Das ist halt wirklich lange her. Ja, also, ich labere jetzt nicht. Aber ich weiß nur noch, dass ich mich da besser angestellt habe. Sonst hätte ich es in Erinnerung behalten. Oh, shit. Komm schon. Mach deinen Müll. Hallo? Haha. Und du bist down. Siehst du? War gar nicht schwer. Wo ist der dritte Mario hin? Einfach gestorben irgendwann. Okay. Stern. Hihi. Ach ja. Schön wieder da zu sein in Mario 3D World, in dieser tollen Welt. Sieht doch einfach nur hübsch aus, das Spiel. Hatte ich damals meinen neuen Monitor schon? Ich bin mir nicht... Doch, hatte ich. Hurra! Klasse. Ich glaube, der andere... Was war denn nochmal der andere Boss? War das nicht, König Wumpel oder wie der hieß? Karumpel? Wumpel, Karumpel? Ach Gott. Es ist zu lange her. Aber jetzt knapp 4 Minuten für den Boss. Souverän ist es jetzt nicht gewesen. Ist es Karumpel? Nee, von Zischel. Aha. Und das habe ich scheinbar noch gar nicht gemacht. Guckt euch an, da war gerade der Stern war noch nicht ausgefüllt. Tatsächlich. Gut, so viel zum Thema. Ich habe 2 Level gespielt. Stimmt scheinbar nicht. Ups. Wie? Keine Katze. Das könnte interessant werden jetzt. Ohne Item. Ich hoffe, ihr freut euch, dass es weitergeht. Ich wollte, wie gesagt, das Let's Play nicht abbrechen, weil das Spiel ist zu gut dafür. Aha. Ich brauche eine Katze, Bros. Weil da komme ich so nicht hoch.
Oder doch? Nee. Da komme ich hoch. Na, na, da, 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 da. Boom. Die Katze wäre trotzdem nett. Ich bin fast runtergesprungen. Lol. Was war das denn? Okay, wo? Das könnte... Das wird nix. Das aber auch nicht. Kann ich auch so direkt? Nee, es klappt nicht. Lol. No. Oha. Oh, oh. Alter. Komm schon. Gib mir doch ein Item, please. Hauptsache jetzt nicht sterben, das wäre ärgerlich. Nach dem coolen Move gerade. Ich wusste nicht, dass man einfach da bleiben kann, wo die rauskommen. Ich dachte, man stirbt dann. Ah, darüber. Und mach die Kiste zu. Zack. Guck mal. Keine Herausforderung. Stern. So, und scheinbar sind wir jetzt wieder auf dem normalen Let's Play-Stand. Alles klar. Übrigens witzig, dass Level, was mich im letzten Part noch mehr so abgefuckt hat, das habe ich dann auch schnell hingekriegt. Deswegen habe ich es ja auch beendet. Ich glaube sogar mit Stempel und allem, also was auch immer da los war. Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Ich weiß es doch auch nicht. Oh, shit. Scheiße. Keine goldene Flagge, ist nicht gut. Da-da. Irgendwie sieht sie richtig weird aus, so klein. Müsste sie nicht eigentlich aussehen wie Baby Peach? So rein logisch jetzt? Naja. Egal. Ich sehe da oben rechts einen Geheimgang. Oh shit. Ist da der Final Bowser Boss? Wir gehen nochmal kurz in diesen Geheimgang rein. Vielleicht ist da ein Toadhaus, weil ich brauche echt ein Item. Ansonsten jump ich kurz in die... Hervorragend. Jawohl. Ich wollte gerade sagen, ansonsten jump ich in die erste Welt rein. Und hol mir kurz dort eine Katze. Aber nicht nötig. Okay, dann gehen wir es an. Das finale Bowser-Schloss. Aber ich weiß schon, danach ist das Spiel natürlich noch nicht vorbei. Komm, nach 7 Welten. Das wäre doch komisch. Amts. Okay. World Bowser Schloss. Bowsers großer Turm. Turm. War das nicht in 3D Land auch irgendein Turm? Irgend so ein Bowser Schloss? Alter. Ach du Heiliger. Ich habe diesen Fight übrigens noch nie gespielt und ich habe ihn noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was passiert. Oha. Es gibt hier aber 3 Sterne, also aufpassen, nicht, dass hier irgendwo ein Secret ist. Immer schön umschauen. Oh, das sieht aber krass aus da unten. Uhuhu. Bisschen Angst. Alter, der Vulkan im Hintergrund. Das ist schon ein hübsches Spiel, kann man nicht anders sagen. Oh shit. Hier geht die Party ab. Und immer auch Ausschau halten jetzt nach den grünen Sternen. So. Vielleicht irgendwie fürs Gegner besiegen oder so. Da unten war... Da ist was. Ach, da komme ich her. Lol. Okay. Bisher habe ich noch nichts gesehen. Alter. Der Skill kehrt zurück. Da ist er. Sei der Erste. Jawohl. Alter. Ka! Muss ich hier rein? Ah ja. Okay. Ich war gerade im Donkey Kong Modus. Dachte, da kommt jetzt irgendwie ein Puzzleteil oder so. Deswegen habe ich gewartet. Okay. Katzen-Gumbas, lang nicht mehr gesehen, moin. Und Bullies. Was zum Geier? Was ist hier los? Warum rutscht der so bekloppt? Ja, weil es Luigi ist. Hier muss man bestimmt alle Gegner besiegen. Dann kriegt man mit Sicherheit einen Stern. Oh oh. Also könnte ich mir das gut vorstellen.
Das wäre auch so eine Donkey Kong-Aufgabe, ne? So, wo ist der letzte? Ach, da. Mobbing, 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 Mobbing. Zack. Haha, ich wusste es doch. So leicht kriegt ihr mich nicht. Verarscht. Oh mein Gott. Das war wieder ein Fail nach Maß. Weißt du, erst große Klappe und dann tot. So muss das. Genau so muss das. Alles fürs Best-of. Oh Mann. Scheiße, jetzt habe ich halt nicht mehr eine Reservekatze, ne? Egal, ich weiß jetzt ja, wo die Sterne sind. Jetzt kann ich hier erstmal durchlaufen. Und hier einfach alles geflissentlich, gewissenhaft ignorieren. Was ist da hier unten? Oder wo war das? Oh Gott, ich darf nicht so spielen wie in Odyssey. Ne? Da kann man sowas machen. Da kann man sich zur Not noch mit Cappy retten oder so. Aber hier ist das nicht direkt der Fall. Katze. Miau. Ach, jetzt muss ich das nochmal machen. Ultra nervig. Oh, jetzt zwei auf einmal. Sehr schön. Ey. Und du noch. Guck mal. Perfekt. So. Jetzt mache ich es mal ein bisschen auf die normale Tour. Okay, und einfach kurz warten. Wir haben ja noch genug Zeit. Gerade mal 10 Minuten sind knapp rum vom Part. Da kann man ja noch mal ein bisschen... Captain Toad? Was? Brauchst du was oder hast du... Geht's dir gut? Was macht ihr hier? Ist er bekloppt? So wirklich wie in Odyssey, wo er einfach random irgendwo steht und dann so... Ich weiß gar nicht, wie ich hergekommen bin. Alter, das sieht krass aus. Das sieht auch krass aus. Oh, ich liebe diesen Regeneffekt, ne? Okay, jetzt aufmerksam sein. Hier könnte sich noch was verbergen. Eigentlich muss sich hier sogar was verbergen irgendwo, weil... Zwei Sterne fehlen noch. Zwei Stück. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ach du Heilige. Hi. Katze. Katzenbowser. Ach du Heilige. Was passiert jetzt? Alter. Alter, was ist das jetzt? Ja, beruhig dich mal. Kleine Miezekatze, hä? Was geht jetzt ab? Was ist ein Scrolling-Level? Jetzt im Ernst? Hallo? Kamera? Kannst du mal scrollen? Ah, okay. Dachte es... Wie langsam scrollt denn das? Wo waren die... Hier war irgendwo ein Münzring, das habe ich gesehen. Für lila Münzen. War das hier? Ja, aber... Woher soll ich denn wissen, wo Bowser ist? Da ist der Münzring. Warte noch mal eine Sekunde. Nein! Nicht sterben. Alles nur nicht das. Oh, das war gar keine Münze mehr. Lol. Klasse. Ich meine, die Sachen haben wir... Stempel gibt's gar nicht, oder? Oder wie? Scheinbar nicht. Warum denn das nicht? Ist ja weird. Okay, wir sind oben. Kamera. Also die... Das ist echt so an Scrolling-Level echt das Nervigste, aber episches Duell. Bam! Das war's ja aber noch nicht. Das kannst du mir ja nicht erzählen. Schau mal, gibt's echt keinen Stempel? Krass. Oh! Oh shit! Jetzt macht er einen auf Godzilla oder was? Quatsch, Godzilla. King Kong. Godzilla? Oh shit. Er hat sich auch geklont mit der Doppelkirsche. Episch. Dann kann die Kamera bitte ein bisschen schneller scrollen. Wo bin ich? Wo bin ich denn? Hallo? Hä? Achso. Oh, oh. Da kommt er raus. Ja, das war ziemlich klar. Oh, shit, das war dumm. Ich bin tot.
ärgerlich. Ich wusste nicht, dass er da darüber kommt, weil er das Trapez war, da dachte ich, man kann da hin, ohne zu sterben. Ich würde gerne eine Katze haben. Kannst du mir noch mal eine Katze geben? Danke dir. Zack. Dann schnell hier rüber. Warum zum Teufel ist bauen sich jetzt auf einmal eine Katze? Braucht er vielleicht einen Arzt? Kann ich hier nicht einfach hoch? Ja, aber sollte ich nicht tun. Luigi! Nutzt seine Sprungfähigkeit. Sehr gut. Okay. Wo bin ich? Oh Gott, ich dachte gerade, ich bin runtergefallen. Alter. Nein! Was geschieht hier gerade? Alter, was zum Teufel? Was? Was ist das für ein WTF? Ich habe keine Katze mehr in Reserve. Scheiße. Ey. Ey. Bruder, mach nicht diesen. Danke. Alter. Ich warte hier einfach mal. Während der da drüben seinen Spaß hat, das ist ja auch voll legitim. Habe ich ja nichts dagegen. So. Das ist schon mal eine gute Taktik, einfach links bleiben und die Katze nutzen. Weil hier zum Beispiel, da kommt er zwar auch, aber bis er da ist, sind wir schon oben auf der anderen Geschichte oben drauf. Und jetzt hier müssen wir gleich richtig Action machen. Ach gut, sehr schön. Jetzt hier einfach hochspeeden. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Uah. Ich weiß, ich kann hier bestimmt auch irgendwie abkürzen, aber... Ich weiß nicht, wo es hier hing. Nein! Warum? Warum? Oh. Als ob ich da runtergefallen bin. Leute, es tut mir leid. Der Unskill ist heute wieder mal... Er ist gigantisch. Also wirklich, das ist ja... Traurig sowas. Solche Fails, ne? Kriegt ihr nur hier. Mit freundlichen Grüßen. Ja, aber mal im Ernst. Das war jetzt schon wieder mal... Also, sorry, aber das war schon echt dumm. Egal. Solange es unterhaltsam bleibt. Ich fand's ja auch lustig. Aber es schien halt schon relativ nah am, irgendwie am Ende zu sein, ne? Kannst du... Seit wann kann man nicht mehr von der Wand diesen Sprung machen? Ja, genau, den Tanuki nehme ich mir gleich. Ich sterbe ja nicht durch Bowser, sondern indem ich runterfalle. Da hilft er mir auch nicht. Noob, noob, noob. Wollte schon sagen. Wäre schon überraschend, wenn wir hier bei 3D einen perfekten Kaltstart hinlegen, weil... Ja, es ist eigentlich relativ klar, dass es so ungefähr aussieht am Ende. Oder nicht. Also ich fand es relativ offensichtlich. Also wir bleiben hier. Gehen hier rüber. Warum kann ich denn nicht auf diese Wolke drauf? Ich verstehe das nicht. Guck mal, ich bin da durchgefallen. Ohne Witz. Okay, egal. Jetzt genug davon. Wir ziehen durch. Bruder. Ich sehe nix. Spiel, please. So, jetzt hier nicht rutschen. Nicht, hör doch auf zu rutschen. Kamera. Kamera, please. Als ob ich hier warten muss auf die Kamera. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist echt. Ach du Heilige. Und. Nein! Was? Ich muss mehrmals. Oh mein Gott. Die Feuerkugel hat mich fast gekillt. Oh shit. Hau rein. Episch. Oh. Alle Feen befreit. Auf einmal. Hätten wir gleich von Anfang an so machen können. War viel einfacher und viel schneller.
Mir fällt gerade auf, wir hätten das eigentlich mit Mario machen müssen, ne? Aber Luigi war hier. Ah, es gibt doch einen Stempel. Lol. Luigi war hier hilfreicher, weil er so hoch springen kann. Perfekt. Ja. Luigi, kannst du mir einen Gefallen tun und jetzt noch bitte die goldene Flagge holen? Dann hast du doch einen ganz guten Job gemacht. Zwar in keinster Weise souverän, aber hey, es hat gereicht. Und alle Feen aus allen Welten freuen sich ihres Lebens und sind wahrscheinlich ziemlich dankbar. Nice. Ist ja voll die ungerade Anzahl. Mhm. Sowas stört mich. Nein, Spaß. Okay. Jetzt kommen die Credits. Ja, aber das Let's Play ist doch noch gar nicht vorbei. Also sieht für mich aus wie die Credits. Hi, 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 hi. Es sind die Credits. Okay. Ich lasse die euch laufen. Aber wir sehen uns natürlich im nächsten Part wieder, weil, Leute, es geht noch weiter. Es hat ja gerade erst angefangen. Jetzt wird es richtig hart. So viel weiß ich. Was genau passiert, weiß ich nicht. Moin, Plessy. Aber ja, ich lasse die Credits einfach mal jetzt durchlaufen und wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein.